Hallihallo und willkommen zu Vanish mit Monster LP und Princess. Wobei ich das gar nicht weglassen kann. Ihr seht seinen Kanal sowieso eingeblendet jetzt spätestens. Ja, und es ist spät. Er ist müde. Schon 2:24 Uhr. Ja. Spätaufnahmen sind noch am tollsten. Nicht wirklich, aber naja. Wir wissen nicht, wie lang es geht. Ich hoffe, es wird nicht allzu lange. Man sieht es auch an unseren Gesichtern, dass wir gerade nicht am frischesten aussehen. Ich habe deswegen meine Haare nach hinten gemacht. Yay! Ja, du siehst gut aus. Soll ich auf Play? Soll ich es wagen? Ja. Okay. Also nicht wundern, ich habe den nicht so echt dunkel eingestellt. Es ging noch ein bisschen dunkler, das Spiel. Aber sonst sehen wir nichts, weil wir von der Lampe angestrahlt werden. Und sonst uns selber rumspielen. Links oder rechts? Rechts. Können wir nicht rennen? Ja, wir können. Okay. Also bis jetzt sieht es ja nicht wirklich spektakulär aus. Für dich ist es nicht spektakulär, ich hab jetzt schon Angst. Oh, jetzt hab ich erwähnt, dass ich das Labyrinth hab. In welche Richtung? Weiß nicht. Collins. Ist hier irgendwas? Oh, eine Sackgasse. Oh, oh. Das ist ein Atmen. Sicher, dass es mein Atmen ist? Ich hab gefragt, ist das ein Atmen? Ja, ich glaube schon, dass es ein Atmen ist. Das Zettel. Oh, ich wollte es noch lesen. Damit hängt die Person hier. Also, verdammt, Hang, hast du hier runtergepisst? Irgendwas stinkt hier. Sag es mir nochmal, sag mir, wenn irgendwas kommt. Ich muss hier vorlesen. Ja. sag mir nochmal, warum wir nicht Taschenlampe mit runtergebracht haben. Diese Scheiße. Diese verdammten. Oh Gott! Hallo, ich lese hier gerade. Du erschreckst mich ja. Ich erschreck mich selber. Diese verdammten. Ich kann mich nicht konzentrieren. Leuchtstäbe. Ja, Leuchtstäbe. Halt nicht lang. Oh. Bin ja gespannt, wie das Monster aussieht. Gott. Ich das vorlesen will, ne? Auf dem Kreis, wenn ich jetzt so rumlaufe. Keine Ahnung, ob du im Kreis laufen kannst. Oh. Fallen die dich. Ob du wohl dem Fall folgen solltest? Weiß ich nicht. Ich hab Angst. Also, falls ich drauf gehe, muss Monster wechseln. Yay! Ja. Junge, du musst mir Angst. Ich atme nicht so reich. Hier sieht alles gleich aus. Aha. Mach mal einen Zettel. Hank, wo bist du? Bekommst du meine Notizen? Ich weiß nicht mal, wo ich bin. Ich denke, dass etwas mit uns hier unten. Ich suche noch immer das. Den Wasserpumpraum, ich suche nochmal den Wasserpumpenraum, um dir zu helfen, deine Schlüssel zu finden. Verstehe ich nicht, was der Wasserpumpenraum damit zu tun hat. Ich verstehe es auch nicht. Das ist ein Fall in die Richtung. Ich bin verwirrt. Soll ich jetzt zurückgehen? Keine Ahnung. Kannst du ausprobieren. Dachte ich, muss hier einfach nur entkommen oder sonstiges. Warum muss ich jetzt nicht? Yay, tolle Geräusche. What the fuck? Na, darum. Wieso spielen wir auch immer Horrorspiele mitten in der Nacht? Weiß ich nicht, wenn man noch mehr Angst bekommt. Das geht. Warum ist der Gang so lange? Ich glaube, nur deine Sicht hat sich geändert.
wieder, warum meine Sicht so ist. Das Ding hinter mir? Keine Ahnung, gerade wie das Wasser rausgeploppt ist, war deine Sicht auch so. Am Anfang wieder. Ja, irgendwie schon. Kannst du Wasser pumpen haben? Ich weiß nicht. Das ist ja gut, Wasser pumpen haben. Ich glaub, da kommt man nicht rein. Warum hat er so Angst? Keine Ahnung. Kann das Ding durch die Stäbe? Ich weiß es nicht. Angst da rauszugehen. Du bist gerade reingegangen. Ja Mann, ich habe auch Angst, junger Mann. Oder alter Mann oder was auch immer, Mann. Ich weiß nicht, was das ist. Könntest du ja laufen. Was ist das Vieh oder was? Schaut aus wie ein Vieh. Wollt das Vieh? Ich weiß nicht, ob das der Mann ist oder ob das Vieh das ist. Warum hätte das? Ich trau mich nicht. Wenn du, du gehst näher ran oder drehst um? Ich versuche nie was auszumachen, was es da steht. Warum hätte das an? Keine Ahnung. Was für eine Ratte. Kommt da Rauch raus? Ja. Ein Dampfrot. Ich hab's wieder Ratten. Das ist ein Riesenratten. Ich hab Angst. Das guckt mich an. Oh, es rennt auf mich zu. Ah, oh, der läuft wie ein besoffener Mann. Der läuft wie ein besoffener. Oh mein Gott. Jesus. What the fuck? Ich hätte vielleicht in den Gitter reinlaufen sollen. Weil es wäre wahrscheinlich gesagt, ich kann nicht mehr rennen. Der läuft nochmal wie besoffener. Das Ding ist, glaube ich, noch hinter mir, sonst wird der nicht so wie besoffener rennen. Oh Gott, die Steuerung. Irgendwas sollte es rennen. Ja, das Viech hört sich anders aus. Ich kann halt nicht mehr. Wie willst du zu Viehen kommen? Ich werde vielleicht doch in das Gitterraum reinlaufen. Da war eine Notiz. Das Vieh ist aber hinter mir. Wie soll ich dann Notiz aufsammeln, wenn ein Viechchen da mir rumgoogelt? Genau. Ich bin in die Ecke. Das ist wahrscheinlich in der Sackgasse. Bete, dass es nicht in der Sackgasse ist. Warst du schon mal? Ja, wir waren schon mal. Das ist. Ach ne, ich hab irgendwie die Kamera so komisch gedreht. What the fuck, was ist das für ein Geschmack? Wenn das hinter mir ist. Komm ich dahin, ohne dass es mich bemerkt? Ja. Du hast jetzt natürlich auch zurückgehen können. Ich versuche eigentlich noch zurückzukommen. Wenn ich so außen rumgelaufen bin, müsste ich das auch noch zurückkommen, oder? Ich weiß es nicht. Das war mir auch doch, das ist echt creepy. I don't have a clue. Du musst jetzt rechts fahren, oder? Ja, du warst schon. Gut aus. Das müssen wir mal anfangen. Steck dich. Warum läuft jetzt auch wie ein besoffener Mann? Guck mal, die Steuerung auf einmal. Schon weil du das Vieh gesehen hast. Ich frag mich ja, was das für eine doofe Tür ist. Wahrscheinlich der Ausgang. Warum darf ich denn nicht durch? Weil du wahrscheinlich erst eine Schuss brauchst. Wenn er nicht so wie ein besoffener rennen würde, wäre das auch richtig. In das Loch. Ich glaube nicht, dass das Vieh da rein kann. Oh, ich denke, das Vieh hat das Loch gebuddelt. Glaubst du? Ja.
Straße muss man sehen. Da links. Was heißt das? Ja, was es heißt. Ich muss rechts weiter. Immer noch weiter einfach. So rum? Ja. Zitterst du so? Nein, ich zitter nicht so, der Typ zittert so. In welche Richtung? Links. Das ist mir auch viel Notiz. Wow. Es geht. It hears me. I hear it. It knows me. I know it. It. It is me. I am it. Also, es hört mich, ich höre es, es kennt mich, ich kenne es. Es ist ich bin es. Heißt das, wir mutieren jetzt auch, oder was? Keine Ahnung. Teenage Mutant Ninja Turtles. So, grad da kann ich da was machen. Ja, ist rausfallen lassen. Wird der Meister geheißen. Master Splinter, wir werden zum Master Splinter. Da vorne ist es. Wo ist er denn? Ja, ich hab das weitergegangen. Soll ich dir was jetzt hinterherlaufen? Keine Ahnung, man kann es auch umdrehen. Das Konzept. Wow. Eine tolle Zecke. Soll es im Mund unten sein, oder? Keine Ahnung. Ich glaube, ich bin schneller in Laufgeschwindigkeit als der, oder? Ja, ich glaube schon. Solange ich wieder aufhörte, lustigerweise nicht. Aber da muss man nicht eine bestimmte Anzahl an Papieren sammeln, oder? Nicht, dass ich gelesen hätte, da stand irgendwie eine Information dabei. Nur, dass man escapen soll. Tolle Information. Wir haben aber auch keinen Kater oder sonstiges, wo drin steht, so viel Papier ist. What the fuck? Hey, ich löse dich aus dem Smash. Was steht's? Glowstick. Ist das anfällig gegen Glowsticks oder was? Keine Ahnung. Was magst du denn? Ist gerade echt geil, dass ich hier hingekommen bin, obwohl ich eigentlich zurückgelaufen bin. Ne? Ich will mich da reinquetschen. Ich musste da runter, ich weiß nicht. Das wahrscheinlich. Vielleicht musst du da runter, ich will. Was machen wir aus? Also F Glowstick, war das nur eine, wo ich jetzt krieg? Keine Ahnung. Soll ich den runterwerfen? Boah, wow, fuck, ich dachte gerade erst. Wie zähl ich? F. Hallo, Glowstick? Du willst doch. Ach so. Ja, der kann. Sicher? Ja, ich weiß nicht. Guter Alt. Spring mal rein! Ja, ich dachte, man kommt da vielleicht weiter. Okay, also Monster darf jetzt, also du weißt jetzt, wie weit es geht ungefähr. Ich weiß jetzt, um was es geht, nicht wirklich. Ja. Also spring mal rein, ist aua, ich bin auf deinen Fuß gedacht, es tut mir leid. Stell dich nicht so an. Natürlich, dass du stirbst. Was? Go to Main Menu. Play. Also, Glowsticks. Glowsticks. Also jetzt. Ich guck mich, ob's Licht anfällig ist, wenn du Glowsticks bekommst. Ich geh jetzt mal links rum. So lacht ich laufe ich jetzt gleich auf das Monster. Ich glaube, das ist bestimmt so getimt, dass es bestimmt erst, wenn du irgendwo warst, irgendwo auftauchen kannst. Keine Ahnung. Und irgendwie die Wände machen irgendwie sowieso keinen Sinn. Ich glaube, du kommst immer dahin, wo du hingehen sollst.
Ich weiß es nicht, wie das hier getimt ist. Also wie wir sehen, sehen wir nichts. Gehen wir mal rechts. Rechts ist immer gut. Ja. Und um die Ecke. Okay, wir können so nicht mehr. Oh, du musst erst erzählen. Ist mit derselbe wie bei mir? Ah, okay. Es stinkt ziemlich hier unten. Achso, er macht viel mehr Ecken umbiegen als zu dem Sternenraum, ich weiß nicht. Achso, zum Generatorraum, als er sich erinnern kann. Also das Labyrinth spielt ihm mit ihm auch ein wenig dasselbe Spiel wie bei uns. Auf einmal muss er viel mehr um viel mehr Ecken laufen, als es ursprünglich war. Ja, kann passieren. Das fängt bei dir auch an. Ja, ich glaube, das fängt, je mehr Horror-Effekte du hast, umso schlimmer wird das mit dem. Mhm. Okay, es ist wieder normal geworden. Mich wundert auf jeden Fall, dass du auf jeden Fall ein anderes Papier bekommen hast als ich. Ja. Oh, das ist schon das nächste Bild hier. Verdammt, an der Leiter. Aber hab die Schlüssel zum Dingster-Tor vergessen. Und ich hab grad meinen letzten Glowstick an. Und es gibt keinen Weg, dass ich werde die niemals im Leben finden ohne extra Licht. Hank. Hank. Auch immer Hank ist. Ich bin Hank. Du bist Hank. Ja, ich bin Hank. Musstest du wundern. Hancock. Nein, Hancock bin ich nicht. Hancock ist cool. Also wir hören die ersten Geräusche des Monsters. Oder rechts. Ich mag rechts. Ja, einfach mal rechts laufen, ich glaube, rechts laufen. Ja, gab's nicht mal irgendwie sowas von einem Labyrinth? Immer in die eine Richtung laufen? Naja, theoretisch, wenn du das Loch. Mal das wenn du Loch. Immer in die eine Richtung laufen würdest, in der Theorie würdest du eigentlich im Kreis laufen. Wenn du immer nach irgendwann rechts musst läufst. Du rauskommen. Weil du läufst ja immer an der anderen Wand entlang. Wenn du ein Viereck hast und das besteht aus vier Ecken jedes Mal und du läufst immer das rechts. Das hat ein Viereck an sich. Ja, Mann. Aber wenn du immer rechts laufen würdest, dann würdest du ja rechte Ecke, dann nimmst du wieder die rechte Ecke, wie die rechte, und dann machst du in einem Viereck laufen. Du läufst um eine Säule zum Beispiel so rum, um sozusagen. Wenn du immer rechts laufen würdest. Also einmal müsstest du eine andere Richtung nehmen, um nicht im Kreis zu laufen. Außer das Labyrinth hat irgendeine andere Art von Layout. Normal, also wenn ich mich dann immer an die rechte Wand halte, dann muss ich irgendwann am Exit auskommen. Nicht am Anfang eher? Bist du denn am Anfang? Also in meiner Logik, wenn ich dauernd rechts laufen würde, würde ich zum Anfang zurückkommen. Weil ich am Kreis laufe. Wieso läufst du denn im Kreis? Wenn ich jetzt was zum Aufmalen hätte, würde ich es dir aufzeichnen. Da fehlt nur leider Papier. Gehen wir mal geradeaus. Dauernd rechts wird langweilig. Oh, jetzt noch mal. Ich habe sehr gerne ärgern hier. Ja. Oh, sein erster Dampf. Was auch immer ins Gesicht. Flatsch, warm. Diese Special Effects. Mhm. Bin ich schon wieder da. Oh. Das zeigt dir dein Popo. Das zeigt dir dein Popo. Ja, sein Popo, nicht sein Popo. Das ist doch eine Ratte, oder? Ist eine Ratte darstellen? I'm not sure about that. Für mich ist es ein Rattenmann. Also ein Mutantenratten, sozusagen. Hier drehen wir mal um. Müssen nicht weiter auf seinen sexy Hintern schlagen, der nicht sexy ist. Nee, du. Kann ich gern verzichten. So, lieber auf meinen, ne? Bloß, dass ich nicht in creeping Dingern rumrenne. Ja. Oh. Manchmal verstehe ich bei dem Herrn nicht, warum er auf einmal so einen Drogentrip bekommt. Das Monster müsste ja hinter dir sein und nicht vor dir. Außer du rennst und das hatte ich jetzt gehört, weil du rennst. Oh ja, renn. Oh, das Zettel. Mensch, wer ist mir. Ah, das ist der Wurmfall. Das war, glaube ich, der Hinweis dafür, renn nicht. Ja, der Pfeil zeigt genau in diese Richtung.
oder laufen lang? Der hat dich ja nicht angeleuchtet, weil ich es gesagt habe. Ja, jetzt schiebt auf jeden Fall wieder voll die Hallos. Was ist das? Das Rohr hat mich jetzt erschreckt. Ich hab auch keine. Ach, jetzt bin ich da. Dann bauen wir auch was. Ich glaube, der war so schnell. Ausgegangen. Ach, das hatten wir auch schon. Das kann man sich jetzt auf jeden Fall in die andere Richtung zeigen. Ich mag auch nicht in die andere Richtung. Oh. Ah, ich bin wieder am Anfang. Oder nicht? Irgendwie schon. Nee, doch. Noch? Der Anfang. Ach, das wird aber gemacht auf das Spiel. Ja, es spielt. Also, ich kann die Lustig auch wieder ausmachen. Kannst du auch wieder anmachen. What the fuck? Was solltest du denn anlassen? Kann ich da noch werfen oder irgendwie so? Nee. Wolltest du gerade Papier werfen? Papierbombe, war stehen! Du kannst ihm das lustige Gesicht zeigen, vielleicht hat er wohl Angst vor dir. Haben sie den hier gesehen? Kann das sein, dass vielleicht jetzt überall das Licht kaputt ist? Ach. Wow, das steckt im Boden. Oh, das kommt raus. Das kommt raus. Das sieht lustig aus. Jetzt solltest du in die Stange reinlaufen, weil die Stange kommt aus. Bist du das nicht sicher? Da kommt er nicht auf mich. Er ist aber auf den deine Richtung gelaufen. Ist nur langsamer als du, sobald du nicht rennst. Das ist hinten wieder. Durchgang? Das sieht so aus, oder? Oh. Nein. Ich werd so. Oh, Scheiße. Du hättest, glaube ich, doch in die Stange laufen sollen. Ich schaff das. Lauf weg! Das Vieh ist komisch. Das hat dir, glaube ich, das Genick gebrochen, oder? Ja. Das hat mich einfach genommen und. Vielleicht musst du dich nicht da drin verschanzen. Keine Ahnung, wie das funktioniert. Auf jeden Fall darfst du jetzt. Oh Mann. Ich kann besser strategisch denken, wenn ich nicht in ein Monster reinlaufen muss. Du musst ja nicht in ein Monster reinlaufen, du sollst nicht reinlaufen. Ja, aber es kommt ja noch. Ja.